Ich bin mir relativ sicher, dass wir alle... Was willst du, Hund? Wieso... Okay, warte, ich mach dich nackt. Ich bin zwar mitten in einer Aufnahme für YouTube, aber ich mach dich nackt. Ist kein Problem. Okay. So. Halsband ist weg. Siehst du? Freiheit. Du hast Würstchen bekommen, du hast Futter bekommen, wir waren spazieren. Du durftest mit zur Arbeit heute. Du hast Trinken bekommen. Und du hast dieses komische Männchen von Schäferhund sehr komisch abgeleckt. Ich habe das alles akzeptiert. Und egal wie süß du guckst, Härchen muss hier arbeiten. Jetzt, ich, weißt du, ich habe hier, ja, ich habe, ja, ich freue mich auch. Ja, ich freue mich auch. Aber ich versuche hier gerade etwas aufzunehmen. Und ja, das ist mein Knie. Ja, das kann man ablecken. Diese Stelle solltest du nicht ablecken. Gut, dann mach's halt. Also, das neue Update von Sledgehammer Games ist da fürs Mid-Season-Update. Und es sind eigentlich ein paar Sachen, auf die man sich gefreut hat. Und ganz viele Sachen, die Sledgehammer Games einmal wieder komplett verschissen hat. Und wenn ich sage verkackt, verschissen, verschummelt, ist es 1:1 so gemeint. Ace hat dazu schon ein Video gemacht. Der hat nach 17 Minuten diese ganzen Stealth-Changes, die sich wieder heimlich geändert haben, einmal zusammengefasst. Und eigentlich kann man nur mit dem Kopf schütteln. Es ist klar, dass Sledgehammer völlig inkompetent ist. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und das ist der schlechteste COD-Start, den wir jemals gehabt haben. Alles in Ordnung, damit kann ich ja noch leben. Aber mit der Tatsache, dass Dinge, die vor 6 Wochen geändert werden sollten, vor 4 Wochen geändert worden sind, dann jetzt plötzlich wieder zurückgeändert werden, ohne dass sie was davon schreiben. Und dann das feststellen und trotzdem behaupten, es ist doch jetzt alles anders. Zeigt für mich einfach, was für ein Kackhaufen das mittlerweile ist. Und ich habe keine Ahnung, wie sehr Activision da irgendwie mit reinspielt, weil der Druck zu groß ist oder es einfach zu wenig Spieletester gibt oder. Aber die Tatsache, dass wir Updates schon um Wochen und Monate verschieben, um dann trotzdem Fehler reinzubekommen, ist absoluter Wahnsinn. Bestes Beispiel, vor 6 Wochen haben sie angekündigt, dass die Sniper jeweils einen Buff bekommen sollen. Und zwar in der ADS-Time. Die Sniper sollten auf zum Beispiel die Typ 99, sollten auf ca. 400 Millisekunden ADS-Time, also Aim-Down-Sight, in Scope gehen, runter reduziert werden. Vor 5 Wochen haben sie das allererste Mal gesagt, hier ist ein Hotfix, liebe Leute, die Sniper ADS Times sind jetzt besser. Das wurde getestet, die Sniper ADS Times waren genau dieselben wie vorher. 5 Wochen später, also heute, haben sie im großen Update die Patch Notes wieder veröffentlicht, wo wieder steht, hey Leute, die Sniper sind jetzt deutlich besser in Vanguard, die ADS Times sind reduziert worden. Also gibt es Leute wie Ace, die diese ADS-Times Frame für Frame probieren. Und jetzt könnt ihr 3-mal raten, was passiert ist. Antwort A, gar nichts. B, gar nichts. Oder C, und da könnt ihr auch einen Joker nehmen, den 50-50-Joker bei 3 Antwortmöglichkeiten. Es ist gar nichts passiert. 3, 2, 1, yay! Yay, richtig geantwortet, meine Freunde. Es ist gar nichts passiert. Es ist das 3. Update mittlerweile, was sie versuchen reinzubringen, wo die Sniper gebufft werden. Und sie haben, nachdem Jagged heute bei Twitter Sledgehammer fragte, ob das Update auch wirklich die Sniper-Buffs beinhaltet, die Aussage von Sledgehammer, wir haben es getestet, die Sniper-Buffs sind jetzt offiziell drin. Tatsache ist, es wurde eben getestet, sind sie nicht. Das heißt, seit 6 Wochen versuchen sie eine einfache Änderung. Es ist im gesamten Quellcode, braucht man, um diese Änderung zu machen, nur aus der Zahl, die schon dort steht. Da steht jetzt aktuell 500. Aus dieser Zahl braucht man nur 400 machen. Nichts anderes verändert sich daran. Es ist also so, als hätte man ein Feuerzeug und muss dieses Feuerzeug nur auf den Tisch legen. Aber anstatt es auf den Tisch zu legen, wirft man es immer wieder im Raum umher und wundert sich, warum es nie auf dem Tisch landet. So viel Inkompetenz kann ein Multimillionen-Unternehmen mit so einem Publisher und einem Entwicklerstudio wie Sledgehammer, was nur eine Aufgabe hat, nur eine einzige Aufgabe, gar nicht sein. Das geht gar nicht. Aber das ist überhaupt gar kein Problem, Leute. Es gibt ja auch ein paar sehr gute Sachen und gleich kommen noch 2 sehr witzige Sachen, die auch wieder schiefgelaufen sind. Die erste gute Sache, der Ball Turret Gunner, das ist ja die Streak, die wir jetzt in der Season bekommen haben, im Battle Pass.
wieso ist eine Season Start mit einer Streak im Battle Pass? Aber gut, wir akzeptieren es einfach. Dieser Boy Turret Gunner ist seit 3 Wochen jetzt draußen und hat einfach kein Geräusch gemacht. Jetzt ist es so, dass der Boy Turret Gunner endlich Geräusche macht, wenn er in der Luft ist und auf den Boden schießt. Haben die gut gemacht, Leute, muss man sagen. Das hat jetzt nur 4 Wochen oder 3 Wochen gedauert, haben sie gut gemacht. Sie haben Sound hochgedreht. Dazu kommt folgendes Problem aber wieder. Die neue MP, die nagelneue MP, hat dasselbe Problem wie alle anderen neuen Waffen, die wir in Vanguard bisher bekommen haben, auch. Tut ihr einen Schalldämpfer auf die Waffe, hört ihr nichts mehr. Und während es ja richtig ist, dass der Schalldämpfer den Sound reduzieren soll, ist es ja irgendwie falsch, wenn die Waffe einfach gar keinen Sound mehr macht. Die neue MP macht gar keinen Sound mehr mit einem Schalldämpfer. Und jetzt passt auf, wenn ihr den Schalldämpfer aber als Aufsatz runternehmt und dann wieder rauftut, macht sie wieder Sound. Kann mir irgendeiner erklären, wie so etwas möglich ist? Wie kann man etwas so hart verkacken? Aber haltet fest, kackt euch noch nicht ein, es wird noch viel besser. Sie haben vor 3 Wochen, als die Whiteley reinkam, die mittlerweile die stärkste Waffe in Vanguard Multiplayer ist, mit den 50 BMG Rounds, gesagt, mit dem Mid-Season-Update werden wir die Whiteley nerven. Wir haben es gesehen, sie ist zu stark. Erstmal Überraschung, Leute, eine neue Waffe ist zu stark. Das hat es ja in Call of Duty noch nie gegeben. Natürlich gab es da eine Menge Bundle zu und natürlich werden diese Bundle gekauft, aber das ist alles Zufall. Das ist alles Zufall, das ist keine Absicht, damit man die starken Waffen kauft im Bundle. Nein, 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 nein. Sagt nicht sowas. Die Whiteley ist jetzt, 3 Wochen später, immer noch nicht genervt worden. Sie ist einfach gar nicht angerührt worden. Sie wurde einfach gar nicht angerührt, als hätte man einfach vergessen, dass die ein Problem ist. Und jetzt kommt das Beste. Viele von euch, und ich mach's aktuell so ein bisschen, um ehrlich zu sein, gehen ja auf Atomar. Und für Atomar müssen wir, so wie jedes Jahr, Schwachsinnsaufgaben mit Schwachsinnsraketenwerfern machen, weil Schwachköpfe von Sledgehammer der Auffassung sind, der Grind für Atomar sollte unser Leben beenden. Das ist natürlich ein Problem, mit gewissen Raketenwerfern Drohnen und Konterdrohnen abzuschießen, wenn die den Zustand von vor 6 Wochen haben. Sie erscheinen am Himmel, fliegen in so einem Tempo an der Karte vorbei und in diesem Zeitrahmen muss man die irgendwie treffen. Was haben sie mit dem Update vor ein paar Wochen gemacht? Sie haben dafür gesorgt, dass Drohnen und Konterdrohnen nicht mehr hoch in den Himmel gehen und verschwinden, sondern in den Himmel gehen und mit der Geschwindigkeit fliegen, so dass man die Chance hat, mit scheiß Raketenwerfern scheiß Drohnen abzuschießen. Das war gut. Das war etwas, was wir uns gewünscht haben. Und jetzt passt auf. Warum auch immer, haben sie es mit dem Update heute geschafft, dass die Drohnen wieder viel zu schnell unterwegs sind, nämlich so wie das vor 3 Wochen schon war. Sie haben also ein Problem erkannt, haben es gelöst. Und ich glaube, dass bei Sledgehammer irgendeiner sitzt, der irgendeine kognitive Störung hat. Wenn der sieht, dass ein Problem gelöst ist, hat der diesen inneren Drang, ein neues Problem zu erschaffen. Wenn ihm gerade nicht einfällt, was ein neues Problem sein könnte, was macht er dann folgendes? Richtig, Leute. Er macht einfach etwas, was vorher ein Problem war, wieder neu rein. Lasst uns gar nicht erst über das Thema Paketverlust und Packet Loss sprechen. Das interessiert uns ja gar nicht mehr. Da sind wir schon gewohnt. Genauso wie Crossplay-Partys im Multiplayer, dass man nach 1, 2, 3 Runden einfach jedes Mal neu starten muss, weil die Lobbysuche unendlich wird, kennen wir alle schon. Sind ja erst fast 6 Monate. Man muss Sledgehammer für solche kleinen Probleme ja auch ein bisschen Zeit geben. Der neue CDL-Modus funktioniert nicht. Es gibt einen Glitch, ihr startet den CDL-Modus und dann bricht es einfach ab. In Rebirth haben sie ein paar Texturen verkackt. Ich weiß nicht, ob das Sledgehammer ist oder Raven Software oder alle bescheuert da. Die Texturen sind jetzt so, dass es aussieht, als wärt ihr auf LSD. Schönen Gruß an Big Mac, den Mod von Monte, der Auffassung ist, wir Leute auf der Welt sollten uns eigentlich in Zukunft alle LSD reinschmeißen, weil wir dann erst verstehen, wie die Welt funktioniert. Ja, schön, dass so jemand Moderator ist. Freut mich. Vor 60.000, 70.000 Leuten live kann er sowas. Wir haben noch ein Problem und das ist etwas, was ich seit Monaten und Jahren nicht verstehe. Ganz viele Dinge im Update stehen gar nicht erst drinne. Sie sind gemacht worden, aber sie stehen nicht da.
Zum Beispiel, wenn ihr jetzt das Engineer oder das Techniker-Perk nutzt, dann macht euch eine Konterdrohne nicht mehr Probleme. Das heißt, ihr benutzt es jetzt, das funktioniert ab heute auf einmal. Und dann, wenn ein Gegner eine Konterdrohne ruft, könnt ihr trotzdem eure Minikarte noch sehen. Das war bis gestern nicht. Das ist ja ein guter Change. Das ist ja gut, dass sie da rangehen. Wie kann es sein, dass sie das einfach nicht mit reinschreiben? Also man hat immer das Gefühl, wie es sein kann, dass dort einer sitzt, der das macht und ein anderer, der das schreibt und dass die... Das ist, als wenn der eine Chinesisch spricht und der andere Deutsch und beide gucken einen an und wollen nach Hause gehen, nicken mit dem Kopf und der eine macht einfach, was er für richtig hält und der andere auch. Es ist, also sorry, aber es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Und egal, wie man damit argumentiert, mit Zeitdruck und Arbeitsverhältnissen, dann muss man es einstapfen. Dann muss man den Multiplayer offline nehmen für 4 Wochen und die nur an Problemen arbeiten lassen. Aber es ist doch gar nicht machbar. Es ist doch gar nicht machbar, dass man solche Probleme hat. Ich verstehe es nicht. Lasst ein Like auf dem Video, Leute. Unfassbar.